Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Jakob Ferner. Ich werde heute ein bisschen was über barrierefreie Mobilität, also speziell für Menschen mit Behinderungen, berichten. Und ich arbeite bei Bizeps, wir sind ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Das heißt, wir sind die meisten Leute, die hier arbeiten, sind selber behindert. Und wir beraten andere Leute mit Behinderung und auch öffentliche Institutionen oder Unternehmen in Bezug auf Barrierefreiheit, unter anderem auch Verkehrsunternehmen. Genau. Und ich habe hier mal so einen Grundsatz aufgeschrieben, dass ein barrierefreies Verkehrssystem die Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft ist. Das heißt, wenn Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des Lebens teilhaben können sollen, dann ist ein barrierefreies Verkehrssystem zwingend notwendig. Jetzt mal zum Begriff der Barrierefreiheit, also was das eigentlich bedeutet. Ich habe hier die Punkte rausgenommen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz aus Österreich. Und da steht drinnen, dass Barrierefreiheit bedeutet, dass etwas zugänglich und nutzbar sein soll für möglichst alle Menschen in der allgemein üblichen Weise. Also das heißt, dass es nicht irgendwie über einen besonderen Weg oder so zugänglich ist, sondern eben so wie alle anderen Menschen das auch nützen, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Genau, und was es noch bedeutet ist, beziehungsweise was notwendig ist, um Barrierefreiheit herzustellen für alle Menschen mit Behinderungen, ist, dass zum Beispiel eine Dienstleistung nach dem Mehrsinne-Prinzip gestaltet ist. Also, dass ich etwas nicht nur visuell wahrnehmen kann, sondern zum Beispiel auch hören kann, falls ich nichts sehen kann. Oder dass ich es ertasten kann, also dass es taktil wahrnehmbar ist. Genau, und die bauliche Barrierefreiheit eben für Menschen im Rollstuhl, also dass Sachen eben mit einem Lift oder mit Rampen zugänglich sind, dass Knöpfe zum Beispiel nicht zu hoch angebracht sind, dass man sie eben auch, wenn man kleiner ist oder im Rollstuhl sitzt, erreichen kann. Leichte Sprache habe ich noch aufgeschrieben für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das heißt, dass Informationen möglichst einfach aufbereitet sind, dass sie möglichst viele Leute auch verstehen. Wer braucht Barrierefreiheit? Also zwingend notwendig ist es eben für Menschen mit Behinderungen. Da zählen dazu eben blinde und sehbehinderte Menschen, die zum Beispiel ein taktiles Leitsystem brauchen oder ja, eben hörbare Informationen. Dann gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen brauchen zum Beispiel Gebärdensprache oder induktive Höranlagen, also dass man mit einem Hörgerät auch direkt die Informationen ins Hörgerät bekommt. Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die ist es zum Beispiel wichtig, dass es irgendwie Rückzugsorte gibt, wo sie sich sicher fühlen können. Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie gesagt, eben zum Beispiel leichte Sprache, dass Information gut verständlich ist. Und Menschen mit körperlichen Einschränkungen habe ich vorher auch schon erwähnt, was da notwendig ist. Ja, und wichtig zu erwähnen ist auch, dass Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung zwar also essentiell ist, aber für alle Menschen eigentlich hilfreich ist. Also wenn man jetzt mit Gepäck unterwegs ist oder nur eine temporäre Verletzung hat, oder genau. Jetzt zum derzeitigen Stand der Barrierefreiheit. Also ich
beschränke mich jetzt in diesem Vortrag eigentlich auf die öffentlichen Verkehrsmittel, weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Und da stehen wir derzeit, also es ist sehr unterschiedlich regional. Es gibt ein großes Stadt-Land-Gefälle, also in den Städten, also jetzt zum Beispiel in Wien, wo ich jetzt bin, ist die Barrierefreiheit schon recht weit fortgeschritten. Also es gibt schon bei allen U-Bahnen eigentlich Rampen größtenteils. Also die Straßenbahnen sind auch schon sehr barrierefrei. Also die Busse auch komplett. Und am Land ist das eben oft noch nicht so gegeben, wobei in Österreich auch der Anteil der Niederflurbusse zum Beispiel schon sehr hoch ist. Ich habe da noch Mikro öffentliche Verkehrsmittel geschrieben. Das sind bedarfsgerechte Verkehrsmittel, also quasi Anruf-Sammeltaxis, die jetzt immer mehr ausgerollt werden im ländlichen Gebiet. Und da ist zum Beispiel noch ein sehr großes Defizit, also dass die meisten Angebote eigentlich noch nicht nützbar sind für Menschen im Rollstuhl zum Beispiel, weil diese Fahrzeuge eben keine Rampen haben und Rollstuhlstellplätze. Und das wäre sehr wichtig, das eben eigentlich von Anfang an mitzubedenken. Genau. Und was eben auch wichtig ist, die Einbindung behinderter Menschen in die Planung, in den gesamten Planungsprozess, damit eben die Erfahrungen mit einfließen und nicht jemand, der die Erfahrung nicht selber hat, dann für Menschen mit Behinderungen plant. Und da ist es sehr gemischt, würde ich sagen. Also es gibt schon sehr gute Beteiligung von Menschen mit Behinderung und teilweise halt auch weniger. Also dass es erst sehr spät Menschen mit Behinderung in den Planungsprozess eingebunden werden, wo dann nur mehr schwer die Möglichkeit ist, etwas anzupassen. Noch kurz zu den rechtlichen Vorgaben. Also international gibt es zum Beispiel die UN-Behindertenrechtskonvention, die sagt, dass eben Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen inkludiert werden sollen. Österreich zum Beispiel hat diese Konvention 2008 schon ratifiziert. Dann gibt es auf EU-Ebene unterschiedlichste Verordnungen für unterschiedlichste Verkehrsmittel, die schon allgemein Barrierefreiheit festschreiben. Und dann gibt es noch speziellere Verordnungen wie die TSI-PRM. Das ist eine technische, also technische Verordnung, die speziell auf Personen mit reduzierter Mobilität eingeht und da eben Vorgaben macht und auf dann EU-Normen verweist in Bezug auf Barrierefreiheit. Genau, und auf staatlicher Ebene, also jetzt auf Österreich bezogen, gibt es das Be Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Da habe ich am Anfang, bin ich schon kurz darauf eingegangen, also da ist sehr allgemein eben, dass Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert werden dürfen durch den Ausschluss von zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann gibt es aber auch noch speziell auf bestimmte Verkehrsmittel noch Verordnungen, wo eben auch auf die Barrierefreiheit eingegangen wird, aber nicht so speziell, sondern eher allgemein, dass eben Barrierefreiheit geschaffen werden soll. Und dann muss man sich eben wieder auf die EU-Verordnungen also zurückgehen, um speziellere Vorgaben eben zu finden. Es gibt eine sehr gute Broschüre vom Klimaministerium in Österreich, die die Rechtsgrundlagen und Institutionen in Bezug auf Barrierefreiheit und Verkehr eben ja, einen Überblick geben, einen sehr guten.
Und zu guter Letzt werde ich auch noch kurz auf Design for All eingehen. Das ist ja ein Planungskonzept, das quasi sagt, dass von Anfang an alle Nutzerinnen und Nutzer mitbedacht werden sollen. Und die Vorteile davon sind halt vor allem, dass Design for all angepasst ist an Veränderungen im Lebensverlauf. Also zum Beispiel älter werdende Menschen, die dann eben auch in der Mobilität eingeschränkt werden, oder der größte Teil der Menschen mit Behinderungen wird auch erst im Laufe des Lebens behindert. Das heißt, wenn Design for All umgesetzt ist, dann ist nicht die Notwendigkeit, zum Beispiel seinen Wohnsitz zu verändern aufgrund einer veränderten Lebenssituation, weil in der alten Lebensumgebung ich mich nicht mehr fortbewegen kann, nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr wohnen kann. Genau. Und was eben auch noch mit reinspielt, ist, dass es keine nachträglichen Kosten braucht oder nicht hohe Kosten, um Sachen dann nachträglich umzubauen. Genau. Und ja, das war eigentlich von mir mein Input. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lieber Jakob Ferner, vielen herzlichen Dank für den Einblick, was notwendig ist hinsichtlich Barrierefreiheit. Was wir uns alle, glaube ich, in Erinnerung rufen sollten dabei, ist sicher, Barrierefreiheit ist notwendig für Menschen mit Behinderungen, aber hilfreich auch für alle Menschen. Und Herr Ferner, eine Frage ist im Chat aufgetaucht. Vielleicht können Sie da ganz kurz eine Antwort auch geben und vielleicht auch dann die Details noch im Chat selber auch klären. Nutzen Sie bitte auch den Chat, um sich auszutauschen. Auch eine Bitte an die Vortragenden, wenn hier Fragen auftauchen, diese Fragen auch im Chat direkt zu beantworten. Aber eine konkrete Frage hinsichtlich der Verkehrsplanung war, es gibt ja manchmal Situationen, wo Vorschriften einander widersprechen, also eine Vorschrift sozusagen für Sehbehinderte gut ist, 2 Zentimeter Gehsteigkante, aber die dann möglicherweise für Rollstuhlfahrende oder für Personen mit Rollator ein Problem bereiten. Wie kann man da umgehen mit solchen Widersprüchen? Ja, es ist immer wichtig, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Also, es ist nicht immer ganz leicht. Und wahrscheinlich findet man auch nie also die perfekte Situation für alle Menschen. Aber eben, da muss man sich dann eben auf etwas einigen. Also, dass die Kante nicht zu hoch ist, sodass sie halt noch überwindbar ist mit dem Rollstuhl. Aber eben auch noch wahrnehmbar für Menschen mit so blinde Menschen oder sehbehinderte Menschen. Vielen Dank, Herr Ferner. Ich glaube, einen Punkt haben oder einen Teil der Antwort haben Sie auch in Ihrem Vortrag gegeben, indem Sie eben auch darauf hingewiesen haben, wie wichtig die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Planung ist. Und dann kann man wahrscheinlich auch leichter konkrete Lösungen vor Ort dann finden.